Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War 3. Ich begrüße euch ganz herzlich, meine angstlosen Krieger. Oh, das sind noch Orbs. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es wird wieder atemberaubend, spannend und brutal. Also brutal auf alle Fälle wahrscheinlich. So, was muss ich hier machen? Ach, die Passage. Oh Gott. Die kenne ich noch damals als von der Demo. Uiuiui. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Hier tadellos durchzukommen, das war schon echt ein bisschen schwer gewesen. Da, das meine ich jetzt. Okay, so. Jetzt halt den Clou raus. Jetzt kann nichts passieren. Ich glaube so, ja, man gibt eine Trophäe, wenn man hier durchkommt, ohne Schaden zu nehmen. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Aber ihr könnt mir das gut vorstellen. Damals, zu Zeiten von der PlayStation 3, ihr habt ja schon traumhafte, absurde Trophäen, die schon echt übel waren. Aufpassen, aufpassen, du musst. Aber ich muss sagen, bis jetzt sieht das doch ganz geil aus eigentlich. Wo das schon eine echt krasse Optik ist hier, muss ich echt sagen. Wow, wow. Ah, wir haben es überstanden, oder? Nee, natürlich nicht. Oh, oh. Oh, oh. Wird der noch steil? Nee. Hey, da ist ja wieder der Lavamann. Hallo. Oh, bam. Voll ins Auge. Aua. Schwierthorn. Zack. Wie heißt denn der eigentlich nochmal, der Lavamann, ne? Der Titan. Ich hab's vergessen. Schreibt's mir in die Kommentare. Denn weiß ich zumindest im nächsten Part. Oh. Hoppity hopp. Na. Wow. Warte. Alter, krass. Krasser Shit. Was ist denn hier los? Warum muckt den Bengel so wat? Achso, ja. Na klar, selbstverständlich. Shit. Rüber da. Zack. Nicht. Hä? Oh, hab ich da irgendwas gerade verpasst? Oder? Hm, nö. Oh, von vorne? Ihr habt doch alle den Sack offen. Ihr habt's echt nicht anders. Was denn? Komm. Okay, ist komplett geskriptet in dem Sinne, also immer wenn ich diese Passage da schaffe, egal wie schnell, die kommt zur selben Zeit runter. Ey, sag mal. Halleluja. Okay, Konzentration. Schnell. Okay, da kannst du dich erwischen. Der schon. Okay. Runter. Okay, hier erstmal kurz. Zang. Hier hoch. Das fällt jetzt da kaputt. Genau. Zack. Rüberflattern. So. Da jetzt auch nach unten lang, oder? Okay. Achso, da muss ich hier wahrscheinlich. Ja, genau. Hat er schon gedacht. Okay, rüber. Ah! Da. Wow! Da fall ich da bestimmt. Oh, oh! Nein! Nein! Oh! Oh, Gott sei Dank. Kann mir die Fallen leer runter. Das wäre natürlich echt übelster Fail gewesen für diesen Part schon wieder. Rüber, genau. Ja, wunderbar. Die Mucke. Hey, ja. Nein! Naja, okay. Geil, Alter. Geil. Schüsse. Ja, das war doch fehlerfrei. Ja, geht's los, mein Kleiner. Lass los. Achso. Okay. Und ja. Weiter geht's. Ach, nochmal fliegen. Oh je. Hallo. Na toll, jetzt aber. Warte mal, jetzt schaffe ich's aber. Ja. Ach du. Ach du heiliger Wahnsinn. Oh,
shit. Ah, ich hab voll Energie wieder. Okay. Oh, krass. Ist klar. Ja, ist klar. Ja, verstehe ich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also wenn es dafür eine Trophäe gibt, dann können sie mir mal aber so was von kreuzweise. Habe die Freiheit, renn ins Licht. Ja, easy peasy, würde ich sagen, oder was? Kein Ding. Oh, ah, ja. Hey, geil. Da war da drinnen bestimmt ein Ögler, ne? Ein Ögler, nee, ein Horn. Ach, was ist das schon mal für... Gegenstandskraft. Aha. Also diese Pfeil und Bogen so, ne? Ja, genau. Alles klar. Ach du Kacke, was ist denn das, ey? Da sieht er nie durch. Wer denn bitte schon so was konstruiert? Ganz ehrlich jetzt mal. Und da wird so viel Langeweile sich denn setzen. Ja. Ich habe da eine perfekte Idee. Nehmen wir mal ein paar 4G Kisten mit Rädchen drin und das verteile ich einfach mal über eine Schlucht. Okay, aber da wo angeduckt ist, da war unten noch irgendwas drin. Irgendeine Öffnung oder so, oder? Okay. Hoch ist nicht so, denn doch. Okay. Ah ja. Oh Gott, ich sehe mich jetzt schon. Oi, oi. Und wo muss ich jetzt hin? Ich schmeiß mir einfach mal da. Ah ne. Feuer. Okay. Krasse Architektur hier, muss ich echt sagen. Krasser Bau. Mal kicken, ob ich irgendwas sehen kann noch. Irgendwo hin. Ach, irgendwelche Gegner jetzt. Ja, guck mal her, hier pfeifen. Ja. Ist aber lächerlich hier. Jetzt lernen wir mal ein paar mehr anbringen jetzt. Sagen hier. So, zack. Zerplatz bist du. Was ist denn mit dir, Ende hier? So, zack. Das war der weit. War noch mehr zu tun hier. Noch eine weite Fahrt von mir. Hey, hi. Seid wir pünktlich zum Zahnarztbesuch hier, ja? Ey. Wird ihr völlig behindert oder was? Lasst mal in Ruhe. Ey. Zack. Das ist ja wohl eine Frechheit. Hey. Schön mein Taxi in Ruhe hier. Was ist denn hier denn? Ja, Chassis. Das ist aber eine Frechheit hier. Die Dinger. Oh oh. Ich sehe nichts. Kette ist im Weg. Was ist das hier? Okay, mach schon tot. Diese glühende Ding so. Sieht nicht gut aus. Yeah. Oh, oh. Hab ich den gerade getroffen? Ach du Scheiße. Ach, kick mal an da drüben, ey. Oh, krass.
Ist er runtergefallen. So, ihr drei macht zwei. Ja, wunderbar. Geil. Immer her mit den Bubbles. Ich brauche sie dringendst. Was ist denn mit euch hier eigentlich schon wieder? Nee, jetzt hier nicht mit. Hier, zack. Und noch gleich nochmal. Bam. Wisst ihr, nämlich jetzt hier nicht hier. Mit ein bisschen. Was ist denn los hier mit dir? Stirb. Oh, naja. Gut. Oh. Du auch schon noch hier. Hier, komm. Du kriegst auch hier schön eine rein. Was kommt her hier? Oh, scheiße. X und Dreieck. Und Righten. Wie ein. Ja, hier, fress. Nimm. Du hast Feuer gehört. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Zack. Okay. Die sind anscheinend durch. Dann kommen wir zu euch hier. Hey. Halt nochmal immer. Nee, ich hab keine Magic mehr. Schade eigentlich. Ist denn. Oh, schade. Hey. So, ja. Yeah. Oh, was muss ich hier machen? Ja. Oh, schön sind die nicht gebrochen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Move. Und du bist, einfach mal so ist. Bam! Friss ihn. Die Kette ist ja an sie blieben. Ja, keiner kaputt gemacht hier. So, da kann ich ja mitgekriegt, wo ich jetzt eigentlich bin. Big. Da bin ich. Ach, kick mal an, wer bist du denn? Ah, wen haben wir denn da? Kratos, der gefallene Gott. Geist, Spartas, der verfluchte Sterbliche. Meine von Zeus Schmeißfliegen zu fangen. Fehlt mir die Zeit, Hermes. So spricht ein Feigling, Kratos. Du fängst mich nicht, weil du weißt, dass du es nicht kannst. Kratos, wo geht's denn heute hin? Wieder Familienmitglieder umbringen? Ach stimmt, ja, dieses Mal deinen Vater Zeus. Vergiss es, das wird nichts. Kratos in unmöglicher Mission. Mal wieder. Nie wird er es lernen, nie wird er es sehen. Kratos ermordet sein eigenes Fleisch und Blut. Kratos, Göttertor und Tor der Menschenbrut. Auf immer, immer verdammt, auf immer, immer verloren. Verzehrt von Rache und brennendem Zorn. Der Spartaner läuft auf zum Todesdorn. Was will er denn eigentlich, der Flash für Arme? Aber ich muss jetzt mal dazu sagen, also ich bin ja eigentlich ein großer Fan der deutschen Synchronisation oder der deutschen Lokalisation. Aber der Sprecher von Hermes hier ist ja nun mal. Ja, vielleicht haben sie direkt nur einen Hermes-Mitarbeiter genommen. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich einfach die Geld gespart haben. Aber das fand ich schon ein bisschen grottenschlecht. Ich komme. Wenn ihr ähnlich seht, ihr könnt es mir in den Kommentar schreiben. Kann ich darüber? Nee. Irgendwie noch ein Geheimgang oder so? Nee. Na los. Hoch. Oh, es wird schwarz. Und kalt vor allen Dingen. Wo es schneit, gucke. Ach, das ist ja hier die, ja genau. Wo ich am Anfang war. Die Kette. Ah, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Kette der. Die Kette des Gleichgewichts oder so? Die Gleichgewichtskette? Die. Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr wisst es bestimmt. Das wisst ihr, dass ihr es wisst. Ihr wisst nämlich alles. Achso, ja. Hm, danke. So, wo sind wir jetzt hier? Aha, das Feuer. Ah, der Feuer des Olymps. Da, wo wir hin mussten. Geilo. Wie sieht's denn aus mit meinem. Oh, Magiebeug. Lebensenergie eigentlich nicht. Okay. Und dann
greifen wir mal großzügig zu in die Kiste hier. Danke. Oh, warte mal. Warte. Aha! Jetzt kommt bestimmt ein bisschen die Schichtsstunde für euch wieder zu, was ihr ein bisschen. Oh, den ihr ein bisschen durchlesen könnt. Viel Spaß damit. Dürft ihr denn Pause drücken, wenn ihr wollt, ne? Yep. Ui. Geil. Okay. Da haben wir. Das ist unser Schwert, weil wir haben, wenn wir den Rage-Modus aktivieren, glaube ich, ja, oder? Wo geht's denn da in die lang? Da kann ich speichern. Das Titte. Ist die Frage, geht jetzt da lang? Oder ich speichere erstmal. Und den nehmen wir mal da an den anderen lang. Weil. Es kann ja sein, dass es wieder irgendwas ist, wo wir nachher wieder nicht hinkommen. Weil mit der Flamme irgendwas passiert und wir irgendwo hinkommen, wo wir später nicht mehr hinkommen. Aber das sieht hier eher aus, als wäre das hier der Anfang gewesen, wo wir Zeus begegnet sind, wo er uns auch in den in das Reich der Toten zurückgeschossen hat. Also wo so alle am Anfang die Götter gestartet sind. Ins Chaos gestürzt. Die Menschheit hat den Tod von Poseidon, Hades und Helios teuer bezahlen müssen. Weil es dunkel, es regnet und... Okay, kann hier ranzoomen. Aber ich sehe nur irgendeinen Wirbelsturm oder so weiter. Kann ich weiter zurückzoomen? Ja, sehe gar nicht. Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht, was... Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Okay. Also war vielleicht noch eine sehr gute Entscheidung, hier erst hinzugehen. Weil da oben ja rote Kisten waren. Warte mal, rote Kisten? Wie viel haben wir denn eigentlich? Können wir schon wieder... Nein. Da fehlt mir Fälle. Geil. Da haben wir unsere Klingen zumindest schon mal zu 100% gerippt. Ja. Pandoras Büchse? Was bedeutet das alles? Deine Augen trügen dich nicht, Kratos. Es ist dieselbe Büchse, die du einst geöffnet hast. Sie birgt noch immer die Macht, einen Gott zu töten. Ich befreite diese Macht beim Sieg über Ares. Nein. Gefangen in dieser Büchse ist eine noch stärkere Macht. Eine einst irdische Macht. Alles begann mit Zeus' Triumph über die Titanen im großen Krieg. Zeus erkannte, die Übel aus jenem Krieg würden ungebändig die Welt der Menschen und Götter vernichten. Zur Bändigung der Übel befahl Zeus Hephaistos, ein Gefäß zu bauen, das stark genug dafür war. Angst, Gier, Hass, alle sperrte er in die Büchse, in der Hoffnung, sie mögen nie wieder seine Herrschaft bedrohen. Beim Öffnen der Büchse im Kampf gegen Ares hast du verbotene Mächte benutzt. Nach deinem großen Sieg floss Angst ins Holz. Aber das Feuer ist tödlich. Wie komme ich dann an die Büchse? Mit ihrer Namensschwester, Kratos. Pandora. Sie ist der Schlüssel zur Vernichtung des Feuers. Der Schlüssel zu unserer Rache. Es wird schwierig, Spartaner. Mit einem Kind werde ich schon fertig werden, Athena. Ich hoffe, du hast recht, Geist Spartas.
Du magst stark sein, aber schnell bist du nicht. Oh Gott, ist das schlecht. Ja, kriegt die sowieso nicht. Komm her. Ja. Speichert trotzdem nochmal ab. Siehst du, weil ich nämlich, ja. Weil der Part ist nämlich jetzt zu Ende. Das heißt, ich finde, es war ein schönes Ende. Und dann können wir nämlich im nächsten Part sehen, wie die Tochter von Hephaistos oder Hephaistos, so wie Athene das gesagt hat, das bewegen vielleicht mal die Büchse nochmal zu öffnen. Na? Ich bedanke mich bei euch wieder für die Aufmerksamkeit, wie immer. Lasst ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, und lasst einen Daumen oben da. Ansonsten, wie immer, bleibt so geil, wie ihr seid. Und bis neulich, Freunde.